Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir zurück und schauen uns die Neuzugänge aus Februar 2018 an und stellen uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Ich bin sehr, sehr gespannt, denn es waren wohl 17 oder 18 Neuzugänge in diesem Monat und ich habe es auch auf zwei Videos aufgesplittet, was ich gerade gar nicht so richtig verstehen kann. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen ins Plaudern geraten und wir starten jetzt einfach. Ich blende euch das Video ein und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ui, da haben wir aber eine hell beleuchtete Steffi, da scheint wohl mal die Sonne geschienen haben, Anfang März, bevor ja dann das Schneechaos zur Leipziger Buchmesse startete. Ja, das erste Buch ist Madame Hemingway, ein Buch, wo es eben um die Frau von Ernest Hemingway geht. Und ich hatte, ich glaube im Januar, Februar eben an so einer Aktion über Instagram teilgenommen, wo man Bücher tauschen konnte, beziehungsweise eben das irgendwie weitergeleitet wurde wie so ein Schneeballsystem. Und da sind 4, 5 Bücher da bei mir eingezogen. Und das erste ist Madame Hemingway, in das ich auch reingelesen hatte, was mir aber vom Schreibstil nicht so zugesagt habe. Und ist deswegen erstmal so, aber auch noch so dann im Regal stand, weil ich einfach dachte, eigentlich interessiert mich das Thema, aber es hat mich nicht so die ersten 30, 40 Seiten irgendwie mitreißen können und deswegen ist es im Grunde auch erstmal liegen geblieben. Das nächste Buch war ein Thriller von Shannon Kirk, Er tötet mich nicht. Ich selbst hätte es mir wohl nicht zugelegt, weil es mich vom Thema nicht ganz so anspricht. Dennoch fand ich es, weil es einfach noch so gut in diesem Zustand war, hätte ich es ein bisschen schade gefunden, es auszusortieren und habe es deswegen auch einfach noch im Regal liegen lassen. Denn ich merke ja, dass ich jetzt immer mal wieder mehr in diese Thriller-Stimmung so komme und da erhoffe ich mir einfach, dass ich irgendwann mal auch in diese Art Thriller-Stimmung komme und dann möchte ich da auch auf jeden Fall zugreifen. Der träumende Delfin, ein Buch, das mir vorher schon viele Male empfohlen wurde und das habe ich eben auch irgendwie ertauscht. Bei dieser Aktion habe ich das zugeschickt bekommen. Es interessiert mich nach wie vor unglaublich, aber ich habe jetzt auch von 2, 3 Stimmen gehört, die gesagt haben, dass das sehr viel in ihnen getan hat und man sich selbst dann die Zeit geben sollte, das zu verarbeiten. Und deswegen habe ich mich irgendwie, auch wenn das Buch so locker leicht wirkt und auch sehr dünn ist, habe ich doch irgendwie Sorge, was es mit mir machen könnte und muss da, glaube ich, einfach mal warten, bis ich da einen passenden Moment finde, um mich dieser Aufgabe sozusagen auch zu stellen. Ui, ja, stimmt. Der damals neue Tolkien ist bei mir eingezogen. Die Geschichte von Kullervo. Das ist ja eine Geschichte abseits von Mittelerde, wo er sich, glaube ich, an keltische oder an irgendeine Mythologie im Grunde inspiriert hat lassen. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich bin gerade auch ganz erstaunt und erschüttert darüber, dass dieses Buch jetzt schon ein Jahr ungelesen in meinem Tolkien-Regal steht. Und ich glaube, da darf es nicht mehr allzu lange stehen. Also das geht ja gefühlt überhaupt nicht. Ich alte Tolkienesin sozusagen, das geht nicht. Also das muss gelesen werden als großer Tolkien-Fan. Das muss einfach sein. Es ist der zweite Teil, glaube ich, eingezogen von Young Elites von Mary Lou. Das Bündnis der Rosen, ein großartiges Buch, eine grandiose Reihe, covertechnisch, bin ich immer mit so Gesichtern nicht ganz so zu haben, aber ich mochte die Reihe von Mary Lou. Ich liebte einfach, wie die Charakterin, die Protagonistin, wie die getickt hat, dass die einfach mal anders war, ein bisschen böser war, dunkler war, echter war und einfach so, und ich mochte diese dystopische Welt und die Welt überhaupt, dieses Worldbuilding, was Mary Lou gemacht hat, sprachlich großartig. Ich habe den ersten Teil gehört, den zweiten als E-Book und der dritte steht als Hardcover da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ist der nicht sogar noch in diesen Monat auch eingezogen. Ich habe das ja relativ schnell hintereinander auch weggesuchtet und ich war, total fasziniert von dieser Reihe und liebe sie bis heute. Und auch Mary Lou gehört definitiv zu den Autorenentdeckungen des letzten Jahres. Ja, und dann direkt danach ein Flop von Naomi Alderman ist Die Gabel bei mir eingezogen. Hier ging es ja auch eine dystopische Science-Fiction-Story, die uns eben beschreibt, wenn die Welt umgedreht wäre, also wenn Frauen das starke Geschlecht wären und Männer so die eher weichere Seite. Das klingt total klischeebehaftet und das war dieses Buch. Ich konnte es
überhaupt nicht leiden. Ich habe nicht verstanden, warum die Frauen ihre Gaben so ausgenutzt haben, warum sie damit anderen Menschen Schmerzen zufügen. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man das irgendwie nach Geschlechtern trennt und sagt, das eine Geschlecht ist stärker als das andere und die sich gegenseitig bekriegen. Ich habe das, glaube ich, auch abgebrochen. Ich mochte es nicht. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Teil der Eva Völler-Reihe Auf ewig mein. Das ist, ich glaube, ja, die Timeschool-Reihe. Nein, es war der zweite Teil im Februar. Der dritte Teil kam dann, glaube ich, soweit ich weiß, im Herbst. Auch eine Reihe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben eben hier diese Timeschool, diese Zeitreisenschule mit den Protagonisten, die wir aus der Zeitenzauber-Reihe kennen. Und ich mag einfach, wie Eva Völler schreibt. Das ist natürlich schon sehr jugendlich, mit auch, ja, jugendlicheren Problemen und Sorgen und auch so, ja, dem ersten Verliebtsein und dann eben auch die Probleme, die sich stellen, wenn man ein bisschen länger zusammen ist und gerade wenn die Zukunft etwas nicht ganz so Rosiges für einen parat hält. Aber Eva Völler kann für mich absolut gut schreiben. Ich habe die Reihe wirklich sehr geliebt und auch den zweiten Teil fand ich wirklich großartig. War kein klassischer Hänge-Teil. Und ja, hier macht die Steffi in der Vergangenheit eine Pause und ich switche mal zum zweiten Video. Hui, da geht's direkt weiter mit einem nächsten Flop und zwar Marthas Mission von Carrie Drury. Das ist auch der zweite Teil dieser Reihe. Der erste Teil war ja vorher ja ein absolutes Highlight von mir. Das war Marthas Widerstand, diese Idee, dass Zuschauer bei einer ja, Art Big Brother Dschungelcamp-Serie darüber abstimmen, über Menschen, die ein Verbrechen begangen haben und die dann so von Zelle zu Zelle wandern und eben der Zuschauer anrufen kann, ob er ja im Grunde diese Anschuldigung für richtig behält, ob ja im Grunde hier der Angeklagte ja schuldig ist oder nicht. Die Idee war großartig, die habe ich im ersten Teil wirklich gefeiert und ich mochte auch unsere Protagonistin, die das System so spiegeln wollte und es war aber der zweite Teil leider ja im Grunde eine Katastrophe. Ui, da ist das neue Buch von Michelle Schrenk bei mir eingezogen. Liebe und andere Unwahrscheinlichkeiten. Ein grandioses Cover. Ich liebe die Cover von Michelle Schrenk, auch wenn die überkitschig sind und auch die Geschichten wirklich sehr herzlich sind. Auch vielleicht eine Spur zu kitschig. Liebe ich es unglaublich, was Michelle Schrenk mit Wörtern macht. Und so habe ich auch dieses neue Buch von ihr im Frühling absolut geliebt. Ich ja, war ein absoluter Fan dieser Geschichte. Und wer halt wirklich Liebesgeschichten mag mit so... ja, ein bisschen anderen Protagonisten, die einfach so ein bisschen andere Sorgen und Probleme haben, aber auch irgendwie echter sind und eben auch, ja, die spielen ja meistens so um Nürnberg herum, wo Michelle Schrenk auch herkommt, was von mir ja auch gar nicht weit weg ist, ja, bin ich ein absoluter Fan und ich habe auch dieses Buch absolut geliebt. Ui, dann ist tatsächlich, ja, ein Ponsnansky bei mir eingezogen, den ich noch nicht gelesen habe und zwar Säkulum habe ich von der lieben Tanja bekommen. Ich glaube, es kamen dann zwei, drei Bücher, die ich sozusagen von ihr bekommen habe, als sie aussortiert hatte. Ich glaube, ihr hat das Buch gut gefallen, aber sie hat, war der Meinung, dass es kein zweites Mal mehr liest und ich habe ja im letzten Jahr doch einiges von Ponsnansky gelesen, auch schon 2017 und ich frage mich gerade, warum dieses Buch noch ungelesen da liegt. Oder habe ich es schon gelesen? Nein, ich glaube noch nicht. Ich glaube, es liegt auch noch relativ weit oben bei meinem Ponsnansky, was so ein Zeichen dafür ist, dass es ungelesen ist. Ich bin mega gespannt darauf, habe es wie gesagt leider noch nicht gelesen, freue mich aber dann auch diese Geschichte von Ursula Ponsnansky zu entdecken. Dann hat sie mir alle drei Teile der Mystic City Reihe mitgegeben von Theo Lawrence und ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, warum sie die aussortiert hat. Ich habe sie tatsächlich auch noch nicht gelesen. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, obwohl mich wirklich Cover mega anspricht, Klappentext anspricht und ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass ich die mal angehe im Frühjahr, denn ich hätte hier die komplette Trilogie und die gehört einfach ja entdeckt und ja, ich merke schon, irgendwie habe ich die Februarbücher noch nicht so recht zu schätzen gewusst. So mein gefühlter gerade Eindruck. Was hat sich die Steffi in der Vergangenheit nur dabei gedacht? Dennoch bin ich total happy, dass diese Bücher bei mir sind und auch noch auf dem Sub sind. Und ja, sie sind wohl schon sehr jugendlich, das habe ich jetzt schon manches Mal gehört. Aber ich bin dennoch sehr gespannt, wie sie mir gefallen werden. Ein Buch, das ich glaube auf meiner Audible-Merkliste hatte, war Young World von Chris Weitz. Davon hat, glaube ich, Laura Newman mal so geschwärmt, weil wir ja auch so eine postapokalyptische Welt haben. Allerdings habe ich nach dem Erhalt dieses Buches dann auch gehört, dass wohl der zweite Teil gar nicht mehr so gut ist und viele enttäuscht waren. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen davor abgeschreckt, den ersten Teil zu lesen. Nichtsdestotrotz klingt dieses Buch einfach nach einer Geschichte wie für mich geschrieben, denn ich liebe postapokalyptische Welten.
denken, wenn die Welt einfach irgendwie gefühlt untergeht und man Menschen beobachtet, ja, was da passiert. Also wie man sieht, ich glaube, es war auch eher ein Jugendbuch, also es werden auch jugendliche Charaktere sein. Ich bin da einfach gespannt drauf und auch wenn, wie gesagt, man vom zweiten nicht ganz so viel Gutes hört, möchte ich auf jeden Fall in den ersten Teil auf jeden Fall reinlesen. Ja, und ich habe es vorhin ja schon so gedacht, es ist nicht nur der zweite Teil von Young Elites bei mir eingezogen, sondern auch der dritte, der glaube ich auch im Februar ganz frisch erschienen ist und ja, dann eben auch als Hardcover, als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist und ich ja, ist nach wie vor einfach, ich liebe diese Reihe, ich glaube, ich muss gar nichts dazu sagen. Ja, im Nachgang ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich sie nicht weiter hören konnte, weil ich glaube, der zweite Teil ist erst viel, viel, viel später erschienen. Ich glaube, noch nachdem der dritte im Echten da war, eigentlich hätte ich sie, glaube ich, auch gerne gehört. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich in ein, zwei Jahren die Bücher nochmal rereade und dann wirklich auch bei allen dreien zum Hörbuch greife, weil auch die Vertonung einfach vom ersten gelungen war. Aber es ist eine absolute Lieblingsreihe aus 2018 und ich muss da gar nicht mehr viel sagen. Ha, und dann habe ich, glaube ich, eine Medium-Rebuy-Bestellung gemacht, habe mir von Dan Simmons Göttin des Todes bestellt. Ein Buch, das wir dann auch in der Dan Simmons Lesegruppe letztes Jahr gelesen haben. Die Gruppe ist ja umbenannt jetzt zu Robert Harris und im Februar lesen wir da ja Konklave. Mich hatte dieses Buch angesprochen, weil es, ich glaube, auch irgendwie um eine Göttin ging aus dem asiatischen Bereich, deren Namen ich schon wieder verdrängt habe. Leider war das ja auch ein Dan Simmons, der mich mehr als enttäuscht hat. Es ist natürlich eins seiner ersten Bücher. Es ist dann schon eher so dieser Grusel-Horror-Roman, den man halt ja vielleicht von Dan Simmons durchaus in seinen Kurzgeschichten auch kennt. Ich mag aber eben einfach eher den Simmons, der so ein bisschen Wahrheit mit Fiktion mischt. Und ja, dann ist eingezogen Operation JFK von Riley und Brand. Und da habe ich zusammen mit Paddy und Thorsten den ersten Teil dieser Reihe, dieser Serie gelesen, der ja um Jack the Ripper gegangen ist. Und eigentlich, glaube ich, wollten wir Operation JFK auch schon im letzten Jahr gemeinsam lesen. Irgendwie kriegen das die Kingsianer nicht so richtig gebacken, das zu tun. Hier haben wir ja so eine Zeitreiseagentur, die eben aus gewissen Gründen mal irgendwie zurückreist, um etwas zu tun in der Vergangenheit. Und hier geht es natürlich um John F. Kennedy. Wie sollte es anders sein? Das große Thema, ja, was wäre gewesen, wenn? Und ich glaube aber, dass die Autoren gar keine Amerikaner sind, sondern sogar Deutsche, wenn ich mich nicht täusche. Und also die Amerikaner haben ja nach wie vor ein Problem mit dem Attentat auf John F. Kennedy, beziehungsweise ist das ja immer wieder ein Thema, was immer wieder in Literatur auftaucht und ja, das lässt die halt gefühlt wirklich nicht los. Ja, hier bin ich aber trotzdem gespannt, was es mit dieser Zeitreise so auf sich hat und was sie tun müssen sollen. Sollten sie es verhindern? Sollen sie es beschleunigen? Sollen sie überhaupt dafür sorgen, dass es passiert? Ich habe keine Ahnung und bin trotzdem noch mega, mega gespannt. Dann ist 1000 kleine Lügen bei mir eingezogen von Liane Moriarty. Das ist ja darauf beruht die Serie Big Little Lies, die ja dann auch ausgezeichnet wurde im letzten Jahr, die ich auch geguckt habe. Und zwei Freundinnen haben ganz unabhängig die Serie gesehen und eine der Freundinnen hat dann eben auch das Buch gekannt und hat gesagt, Steffi, du brauchst das Buch nicht lesen, guck dir die Serie an, die ist viel spannender, toller aufgezogen und dramaturgistisch besser, war das jetzt Deutsch? Ja, dementsprechend habe ich das Buch tatsächlich einfach so weitergegeben. Ich habe es an eine Nachbarin weitergegeben, wo wir uns irgendwie über die Serie unterhalten haben und sie auch noch ein anderes Buch der Autorin hatte. Und ich dachte eigentlich bei dem Autorennamen Moriarty, was ja der Bösewicht aus Sherlock ist, das kann eigentlich nur Gutes sein. Aber auch meine Nachbarin war nicht sehr angetan von dem Buch, wollte es mir dann auch zurückgeben. Ich sagte, du kannst es einfach weitergeben. Ja, also ich glaube, dass die Serie tatsächlich ja, ausreicht und mir hat die Serie ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja, diesmal ist der Schnitt ja nicht wirklich so gut beim Rückblick weggekommen. Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, waren es 10 ungelesene Bücher. Wenn ich die Trilogie erstmal nur als ein Subbuch sozusagen zähle, nicht als 3. Beziehungsweise, ja, waren ja 2 davon im Grunde schon irgendwie angelesen. Und also es ist nicht wirklich gut. Es ist definitiv mehr als die Hälfte ungelesen. Und das müssen wir jetzt definitiv ändern. Mir hilft natürlich so ein Rückblick auch immer mal wieder zu sehen, was ist denn auf meinem Sub. Vielleicht gibt es auch einfach Gründe, weswegen da Bücher noch drauf liegen. Ja, wie natürlich auch bei Madame Hemingway, wo natürlich der Entschluss, lese ich da überhaupt nochmal rein oder nicht, der ist irgendwie noch nicht getroffen. Vielleicht muss ich das auch einfach mal überdenken und dann wäre es eben ein ausgemistet Buch. Aber ja, so ist es eben einfach manchmal. Man hat manchmal Monate, die wirklich super laufen und dann gibt es eben auch Monate, wo man irgendwie denkt, hast du irgendwie gar nichts von deinen Neuzugängen gelesen, wobei gar nichts ist ja
Ja, auch übertrieben, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja, vielleicht kennt ihr ja eins der ungelesenen Bücher von meinen Neuzugängen und wollt jetzt schwärmerisch darüber Lob preisen, dann macht das bitte gerne in die Kommentare und ja, lasst mir da gerne ein bisschen Motivation zum Lesen dieser Bücher hier. Ich meine nicht, dass ich Motivation brauchen würde, aber ihr wisst ja, ne, das ist ja manchmal... Manchmal findet man ein Buch eben so beim ersten Eindruck mega spannend und ja, dann irgendwie verliert sie so der Reiz und man weiß eigentlich gar nicht warum. Also schreibt mir das gerne, wenn ihr möchtet. Ich ja, würde mich da auf jeden Fall über den Austausch freuen. Danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.